Hallo Freunde, heute machen wir einen sehr leckeren Kuchen. Und zwar ist das so ein schöner saftiger Boden mit Karotten und Nüssen. Ganz viel Creme oben drüber. Und als ob das nicht genug wäre, ist es auch noch schön gefüllt mit Pudding. Also da werden einfach Löcher reingebohrt und da kommt jede Menge Pudding rein. Der Himmel. Und nun zum Rezept. Fantastico. Wir brauchen zimmerwarme Butter und 300 Gramm Karotten schälen und auf der groben Reibe reiben. Nun werden schaumig gerührt die zimmerwarme Butter, der Zucker und Vanillinzucker. Circa 3-4 Minuten. Schaut mal, 4 Minuten habe ich gebraucht. So schön luftig und cremig ist die Masse nun geworden. Jetzt werde ich nach und nach 4 Eier einrühren. Wenn ihr kleine Eier habt, dann bitte 5 Eier. So, okay. Erst, also möglichst nicht alle auf einmal. Na, okay, so ist gut. Der Backofen heizt vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe hier 2 Esslöffel Schmand, dazu die Karotten, Haselnusskerne gemahlen, 1 Esslöffel Backkakao, 1 gut gehäuften Esslöffel Backpulver und das Mehl. Das Ganze wird nun verrührt. Bei meiner 28er Backform habe ich unten Backpapier eingeklemmt und hier mit Butter bepinselt. Nun kommt das Ganze in die Form. Der Backofen ist vorgeheizt. Den Teig glätten und ab in den Backofen. In der Zwischenzeit kochen wir Pudding. Und zwar diese Pudding-Pulvertüte, aber nicht mit 500 ml Milch, sondern 450, dass sie ein kleines bisschen fester wird. Also so wie es da steht. Das heißt, etwas Milch zurücknehmen. Ich habe hier das Pudding-Pulver und ich gebe hier Zucker hinein. 3 Esslöffel. Gut umrühren. Die restliche Milch wird zum Kochen gebracht. Sobald es aufkocht, kommt die angerührte Milch hinein. Und nun wird es unter Rühren nochmal aufgekocht. Dann nochmal 1/2 Minute köcheln lassen. So, und immer bitte rühren, damit da nichts anbrennt und uns alles versaut. Vom Herd nehmen. Jetzt schalte ich es aus und gebe gleich die Butter hinein. So, und wir brauchen Karamellsoße, davon circa 1 Esslöffel auch noch unterrühren. So. Okay, jetzt kommt es nicht mehr aufs Herd. Butter löst sich gleich auf. Perfekt, es ist fertig. Kann jetzt auf seinen Einsatz warten. Der Kuchen ist fertig. Jetzt löse ich ihn einmal vom Rand. Der ist jetzt ein wenig abgekühlt, musste aber nicht sein. Man kann ihn auch schon heiß weiterverwenden. So, jetzt kommt er auf den endgültigen Teller. Einmal. Hopp. So. Und wieder umdrehen. So, jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn will. Perfekt. Hier habe ich jetzt einen Löffel mit dem Stiel. Steche ich da Löcher rein. Schaut mal so. So circa alle 3 cm. Unsere Creme habe ich abgefüllt in einen Spritzbeutel. Und schaut mal, da kommt jetzt das Ganze hinein. Oh, das wird der Hammer.
Und es geht noch weiter. Hier habe ich noch die restliche Creme. Das ist noch einiges, auch hier in der Tüte. Das gebe ich alles hier dazu. Ich gebe dazu einen Esslöffel Zucker. Dazu kommt Schmand. Und zwar zwei gut gehäufte Esslöffel wieder. Und das Ganze mit dem Mixer schön luftig rühren. Diese Creme kommt nun auf den Kuchen drauf. Jetzt nur noch Karamellsoße. Oh, das ist so eine dicke Schicht von der Creme. Das ist so reich gespickt mit dem, mit dem Pudding. Hammer. Leute, das ist der Himmel. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Das ist wirklich so köstlich. Müsst ihr unbedingt probieren, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bekomme wie immer ein Like von euch. Freue mich immer über eure Kommentare. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia.